Gummersbach zum Lokaljournalistenforum irgendwo auf einer Tankstelle. Wir wissen nicht genau, wo wir sind. Wo sind wir, Cosima? Bei Hannover, Mensch. Wir sind live bei der Redaktionskonferenz und gerade ist auf dem Podium Eckhard Ruger, Alleinredakteur der Westdeutschen Zeitung. Zum Thema Lügenpresse hier auf der Redaktionskonferenz. Bilanz, erster Tag. Es gibt einen neuen Lokaljournalismus und der wird gerade in Gummersbach erfunden. So, es geht los mit dem ersten Vortrag und hier ist die erste Referentin. Und ich bin gespannt auf alle Fragen. Möhring hat gerade gesagt, Journalismus muss mutiger werden und da fragen wir natürlich gleich nach. Mut und Journalismus. Im Lokalen darf man einfach die Schere im Kopf nicht zu stark beachten. Auch wenn man jemanden gut kennt, kann man ihn kritisieren. Essen. Tolle, deftige, bergische Küche. Was muss auf den Grill? Ich bin da leider Traditionalist. Fleisch, Wurst, wenig Gemüse. Und hier wird schon fleißig gegrillt. Das ist cool, so ein Schieber mitzumachen. Da braucht man keinen Entwickler für. Ich meine, wenn man einen Entwickler hat, wie das einmal. Wird hier bei allem. Und bei mir gibt es natürlich Salat. Jetzt war vorgestern Lunch and Learn mit jemandem, der in Texas da an der Digitalkonferenz teilnimmt. Ich finde, für mich ist der Kick diese digitale Aufbruchstimmung. Letzten Jahr einfach unsere Lokalchefs, unsere Deskleiter, sind wir einen halben Tag zur Rheinischen Post gegangen und haben uns einen halben Tag. Schönen Dank. Die Bereitschaft mitzumachen. Mit diesem Schwarz-Weiß-Denken kommen wir natürlich auch nicht weiter. Also auch mit dem Lamentieren nicht. Ich hatte das Zeitungskrise? Nee, Zeitungschance. Hunger! 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 Vor dem Ukraine-Spiel mal vorsichtig gewünscht, schaut man nicht auch mal den jungen Herrn. Kippig als Ausmann eigentlich. Als hätte man dann auch wahrscheinlich wirklich eher gegen die Ukraine ausprobieren. Aber was heißt denn schriftlich bestätigen? Und dass die Listen nicht das unterschreiben, dass es tatsächlich ihr neues Stellenprofil ist. Von wem? Haben wir denn irgendwie schon, ne? Das ist ja irgendwie fest organisieren. Mhm.
Vereine dürfen sich auf einer Bühne vorstellen, organisierte waren. Von wegen Lokaljournalismus. Hier geht jetzt nur noch eins: Deutschland gegen Polen. Kommt doch mal vorbei. Letzter Tag. Bye bye. Mein Ziel heute für den letzten Tag, Social Media Guru Daniel Fiene abgreifen für einen Snap natürlich. So, also jetzt stalke ich ihn mal. Daniel Fiene habe ich nicht gefunden, aber dafür jemand anderes Tolles. Hallo! Es war Henning Bulka. Grüß euch. Deine Tipps zu Facebook Live. Keine Angst haben, also einfach drauf loslegen, immer genug Akku dabei haben und vor allem viel erklären, was ihr macht. Wir haben jetzt von der Redaktionskonferenz Live-Videos bei Facebook gemacht. Warum ist das so wichtig? Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns nicht mehr nur auf... mitmachen. Außerdem hat man die Möglichkeit, ganz viel, also die Sachen abzuspeichern in ganz vielen verschiedenen Regions zum Scannen. Zugeliefert, ja, und sehe, okay, ne, das Foto ist gerade hier in der Akademie der Friedrich-Naumann-Stiftung erstanden. Und wenn man zum Beispiel, ich habe so eine Extra-Kamera, die noch zusätzlich zum iPhone dazukommt. Ja, man kann ja also Linsen auch aufs iPhone setzen, aber bitte, das ist eine Berichterstattung machen. Und wie wir auch in die Zukunft gehen können, haben wir uns gedacht bei der RP. Und deshalb müssen wir dann aus dem Filter blasen. Das sind sehr, sehr viel Zugriff. Angefangen so von bestehenden. Also manches noch Leute bei uns machen mich auch kreativ. Und ihn mal fragen, was bringt das hier eigentlich? Wir sind jetzt live, was soll das? Ja, wir sind jetzt live, ihr könnt zuschauen da draußen. Konferenzbilanz, gute Ideen, guter Austausch. Aber ich wünsche mir, dass noch mehr Zeitungen aus dem ganzen Bundesgebiet vertreten sind. Endlich mal Kollegen, die mitmachen, mitreden und ein bisschen auspacken, so war die Bilanz. Kann leider auch nicht an.